das Auto in seiner Grundstruktur noch heile? Also es sieht jetzt, abgesehen von diesem guten Seitenknaller, wieder ganz ordentlich aus, weil vorne hat man die Weichteile austauschen können. Ich denke mal, in der Werkstatt zu Hause wird man die B-Säule ein bisschen rausziehen müssen, neuen Schweller und zwei neue Türen einsetzen, um den Seitenschaden noch zu beheben. Aber den Schlag, den Arndt bekommen hat, der ist natürlich schon heftig gewesen, weil die Struktur sehr hart ist der Autos. Das wollen wir dann nachher mal noch besprechen. Gucken jetzt erstmal in einen wahrscheinlich wieder sehr turbulenten Rennstart hinein. Mit den aufheulenden Motoren bis zur Drehzahlbelastungsgrenze und einem ungefähr 10 Minuten vor allen anderen losfahrenden Uwe Ahlsen. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. So einen Start habe ich zum letzten Mal gesehen von Marc Basseng vor 2 Jahren beim Supercup auf dem Nürburgring. Und was ist das? Das ist Chris Nissen. Das ist Chris Nissen. Und jetzt hoffe ich nur eins, dass da nicht irgendetwas war, dass die zusammenhingen. Also das möchte ich jetzt bitte sofort noch mal sehen. Nissen mit einem unglaublichen Überschlag an der Mauer entlang. Während Erik Ellery führt, Tarquini ist Zweiter, ab Dritter dann Manuel Reuter. Und auch betroffen von diesem Crash ist Tom Christensen gewesen. Und Ellery, bisschen im Tackling mit Tarquini. Ich würde gerne dieses Bild nochmal sehen vom Stauz und hoffe jetzt nur, dass dem Chris da nichts geschehen ist. Chris ist raus, höre ich gerade. Also das ist schon mal okay. Schönen Dank an die Regie. Und unglaublich, hier geht der Punk ab. Da also steht ein Honda. Das müsste jetzt Christensen sein, ne? Ganz genau so ist es. Den haben wir da vorhin gesehen mit leicht Havari. So, Slow-Mo vom Start, höre ich gerade. Zeitlupenzuspielung also vom Start. Während wir noch in der Rennsituation hier drin sind. Und es geht heftig zur Sache. Ja, die Zeitlupe würde ich jetzt gerne mal sehen. So, nochmal. Also, was geht da wie ab? Da ist Chris Nissen. Und Chris Nissen ist irgendwie aneinander geraten mit Tom Christensen. Man konnte nicht tief ins Feld hineinschauen. Das Einzige, was ich von der Einstellung hier gesehen habe, ist, dass er mit Nissen aneinander geriet. Und daneben war noch Manuel Reuter. Wage aber jetzt da keinen Zusammenhang herzustellen. Also Fakt ist eins, Nissen und Christensen, die beiden Dänen haben sich berührt. Mir war bis dato nicht zu sehen. Und was ich mir überhaupt nicht erklären kann, ist der Start des Uwe Ahlsen. Der ist bei Rot losgefahren, ist wirklich durch 7 Startreihen hindurch gepilgert. Also einen früheren Frühstart, entschuldigen Sie das Unwort, kann man wirklich nicht mehr abliefern. Reuter, Bartels, die Plätze 4, 5 und 6 mit Asch. Dann Ekström, Ahlsen ist 8. Aber das ist ein sehr, sehr theoretischer Wert. So, wir gucken uns den Start nochmal an. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Weil der Uwe ist ein 100-prozentiger Profi. Sowas kann ihm eigentlich nicht unterlaufen. Das ist unmöglich. Während er jetzt hier neben Ekström ist. Aber all das, was er jetzt abliefert, ist nur völlig theoretisch. Achten Sie mal bitte auf die Bildmitte. Genau, da kommt er. Das ist wie Macau damals. Mit dem... Ja, also ich habe wirklich zum letzten Mal so einen Start gesehen im Porsche Supercup. Mal irgendwann von Frank Stippler und von Marc Basseng. Die waren weg, da standen alle anderen noch. Die Einstellung ist jetzt interessant, die von hinten zu betrachten. Das ist schwierig zu erkennen. Ja, also es hätte eventuell sein können. Ich formuliere das ganz vorsichtig, dass Chris Nissen und Manuel Reuter sich minimal berührt haben. Aber auch das müsste man sich noch mal ganz genau anschauen, weil Reuter war links daneben. Aber da reden wir auf gar keinen Fall von irgendeinem Revanche-Fall. Bitte, das möchte ich in Deutlichkeit wirklich betont wissen. Sondern es besteht nur die Möglichkeit, weil diese Autos sehr dicht beieinander waren. Und einer der Phoenix Audi ist draußen. Und jagt eine Riesenwolke hoch, das ist Meier, das Auto mit den roten Außenspiegeln. Das sieht aus wie Wasser. Wasser aus dem Auspuff. Das könnte natürlich sein, dass das ein Folgeschaden ist, dass vielleicht die Kopfdichtung hochgegangen ist jetzt. Zum Beispiel das Kühlsystem nicht hundertprozentig entlüftet war, ne? Und ja. Pleuger ist ebenfalls draußen, ist ins Kiesbett gerutscht. Dann zieht der Motor natürlich über die kaputte Kopfdichtung das Wasser, verbrennt dieses Wasser, das ist der weiße Qualm, der hinten rauskommt. Da kann er auch lachen, wirklich, dass ihm das nichts passiert ist. Da kann er wirklich strahlen. Ein schönes Bild, weil... Also wir geben mal schnell ab runter, glaube ich. Sabine, du hast das Mikrofon parat, oder? Ja, der Chris ist jetzt da. Er sagt, er ist ein bisschen durcheinander geschüttelt worden. Erzähl was. Was weißt du noch davon?
Ja, einen sehr, sehr guten Start hatte ich. Und da links der Ass ist mehr oder weniger stehen geblieben, der Tom auch. Und dann waren wir schon im dritten Gang. Bekomme ich von hinten einen Schlag und das Auto geht quer. Und dann bin ich im Gras und danach war alles nur, ich weiß nicht, 3-4 Mal. Und ja gut, mir ist glaube ich nichts passiert. Das Auto ist total Schrott, was natürlich jetzt sehr heftig ist von den Umkosten hier. Aber ich denke, meine goldenen Jungs werden das schon irgendwie wieder hinkriegen. Und wie es ganz genau passiert ist, ich habe keine Chance, das zu sagen, außer was ich gefühlt habe. Und es wird sicherlich sehr interessant, das sich mal auf dem Fernseher anzuschauen. Das haben wir auch schon, ganz sicher sind wir uns da auch noch nicht. Wir werden uns das natürlich in den Highlights angucken und vielleicht später noch mal ein bisschen aufarbeiten. Aber wir sind froh, dass dir nichts passiert ist. Chris, komm, geh in deine Box hin. Ich glaube, man sieht da noch mal, wie sicher diese Turnwagen heute sind. Und nur deswegen können wir auch so einen tollen Sport bieten, diese Nahkämpfe. Und wenn mal dann ein Auto wegrutscht und ein paar Mal aus sich auf dem Dach liegt, dann ist das halt so, das gehört mit zum Rennen. Und es geht weiter im Hockenheim. Es geht weiter in Hockenheim in 2 Wochen, aber das ist jetzt hier schon mal ziemlich heftig hier in Oschersleben. Weiter mit euch beiden. Gott sei Dank, dass das für den Chris so ausgegangen ist, der ja wirklich vom Motorsport im wahrsten Sinne des Wortes schwer gezeichnet ist. 88 Fuji mit seinem sehr, sehr schlimmen Feuerunfall und Gott sei Dank hat er diesmal mehr Glück gehabt. Es gibt aber noch eine andere Zeitlupenzuspielung, höre ich gerade, und die würden wir uns jetzt gerne nochmal anschauen. Einfach um den Versuch zu unternehmen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Da ist er selber mit rübergezogen und hat dabei den Tom berührt. Ja, ja, da kam auch nichts von hinten. Also das ist wohl eine Falschvermutung. Die einzige, die ich eventuell noch mit ins Spiel bringe, dass eventuell der Ekström den minimal berührt hat in dem dritten Audi. Der war ja auch unmittelbar neben ihm. Und eins wollen wir mal klar betonen, also der Uwe Ahlsen, nicht, dass da jetzt irgendjemand ein Konstrukt bildet, der sei so früh losgefahren, um den Nissen zu torpedieren. Der war 2 Wagenlängen dahinter, der hat damit mal überhaupt nichts zu tun. Punkt, aus, Ende. Ich würde sagen, einschalten, heute Abend Highlights gucken. Ich werde mir dann gemeinsam mit allen Beteiligten mal alles anschauen, immer wieder die Slow-Mo, und dann denke ich mal, wird sich dann sehr schnell entwirren. Wichtig ist, dass man sich solche Sachen, ich kann es nur betonen, mehrfach anschaut. Ja. Weil umso öfter du hinschaust, desto mehr siehst du. Und wenn man dann sagt, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, dann beim 5. Mal gucken, sagt man, naja, eigentlich war es doch ganz anders. Wobei ich glaube, hier reden wir jetzt erstmal überhaupt gar nicht mal über eine Schuldzuweisung, sondern lediglich über den Versuch der Analyse, wie ist das Ganze entstanden. Beim jetzigen Stand mit Ellery Tarquini und Abt, die 3 Marken auf den ersten 3 Plätzen, einem wiederum extrem gut aufgelegten Michael Bartels, der schon hinter Abt einherfährt. Und ich sage dir eins, Abt wird wieder ein Problem kriegen und das trägt die Farbe grün-weiß und den Namen Michael Bartels. Und das wird nicht mehr allzu lange dauern. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn der Christian clever ist, wird er ihn auch durchlassen. Denn der Michael ist in der Lage, von seinem Tempo, der fährt ja hier mit Abstand, ich betone mit Abstand die schnellsten Rundenzeiten, der mischt die Brüder vorne komplett auf. Das soll dem Christian nur recht sein, er kann aus solchen Dingen nur profitieren. Und er soll hinterherfahren, die Reifen schön einteilen, dann ist er damit wirklich gut bedient. Und ich kann mir auch nicht mehr oder nicht vorstellen, dass es mit dem Rufen noch lange gut geht, dass der weiterfahren kann. Denn da war ja der Frühstart des Jahres, glaube ich. Ne? Ja, also absolut. Absolut. Und die Zeit, die Sie gerade eingeblendet sahen von Michael Bartels, diese 1:31.260, das bedeutet, dass der zwischen 6 und 8 Zehntelsekunden schneller fährt als die anderen dort vorne in diesem Führungsquartett. Und demzufolge wird es nicht allzu lange dauern. Und es könnte natürlich dann diese Rolle entstehen, dass der sowohl Ellery als auch Tarquini ein bisschen beschäftigt. Demzufolge die dann auch einbremst und Abt in relativ ruhiger Gangart Schritt halten kann. Im Augenblick läuft ja mal wieder alles für Abt. Da vorne ist niemand drin, der ihm in der Meisterschaftstabelle direkt gefährlich werden kann. Ja, genau. Das war der Grund, warum ich sagte, lass ihn durch. Ja. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass der Michael nicht für Abt fährt. Das wollen wir ganz klar betonen. Denn es gibt ein Statement, da wird gesagt, wir kämpfen für uns alleine. Wir sind ein Privatteam, genauso wie Abt auch. Wir kaufen unser Material. Warum sollen wir ihm jetzt helfen? Und, das macht ja auch irgendwo Sinn. Ich meine, die brauchen Ergebnisse und die fahren wohl kaum Resultate ein, um jetzt dem Christian Abt damit zu helfen. So, und jetzt gibt es, während Michael Bartels sich da vorbeihangelt an Christian Abt, gibt es, Zitat Regie, die Frühstart-Slow-Mo überhaupt, was immer sich auch hinter diesem Begriff verbirgt. Also zeigt es uns einfach. Ach, von da, ja, wunderschöne Perspektive. Es stehen alle. Und Herr Ahlsen schießt mal vorbei,
bis locker auf die Höhe von ja, Palici, ne? Genau, mit dem Alfa Romeo. So, und jetzt sehen wir das da vorne nochmal. Ja, also ich erkenne da, also auch den Ekström, den nehmen wir da wieder raus. Also ich erkenne wirklich nur die Situation zwischen Chris Nissen und Tom Christensen. So, und auf was wir immer noch warten, ist auf die Stop-and-Go-Strafe für Uwe Alsen. Jetzt nicht, dass Sie denken, die Rennleitung könnte da nicht entscheiden, sondern da gibt es gewisse Szenarien im Motorsport. So etwas wird erkannt, auch so glasklar erkannt wie hier. Aber dann ist dem Team das erst einmal schriftlich mitzuteilen, per Bote, per Kurier, trotz aller elektronischen Kommunikationsmittel. Dann hat das ein Teamverantwortlicher zu quittieren mit der Unterschrift. Und wenn dann die Bürokratie ihren geordneten Gang ging, dann wird der Delinquent hereingeholt und muss seine Strafe absitzen, während Engstler jetzt die Boxengasse verlässt. So, wer auch einen guten Job macht, da vorne drin, das ist der Roland Asch auf dem 8. Rang, ist genauso gut, aber auch Matthias Ekström auf Position 7. Für den Ekström befürchte ich allerdings, dass seine Karriere in der deutschen Supertourenwagenmeisterschaft mit dem heutigen Wochenende zu Ende ist. Denn er fährt einen Testträger von Audi, also ein drittes Abt-Auto, das er mit eigenen Komponenten komplettiert hat. Und Alsen kommt jetzt rein, sitzt seine Strafe ab. Und es hieß glasklar, rund um das Team, er kann das Auto nur so lange fahren, wie man es nicht selber braucht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Nissen Audi wieder aufbauen kann, oder? Fürs nächste Wochenende. Muss man mal sehen, also fürs nächste Wochenende nicht. Und das wäre sehr unwahrscheinlich. Auto mal anschauen. Manchmal sind so Überschläge gar nicht so dramatisch, weil du rollst dich einfach nur ab. Alsen, Attacke, fährt wieder weiter. Hat also die Strafe abgesessen, da ist jetzt auch nichts mehr rauszuholen. Wir hatten den, haben den jetzt schon weit aus unserem Zeitnahmemonitor verloren, aus den ersten fünf. Bei der letzten Durchfahrt wurde er als Achter noch notiert, aber da wird noch ein bisschen was zukommen. Also da geht es wirklich nur noch um ganz, ganz magere Meisterschaftspünktchen, die er aus diesem Wochenende rausholen kann, für das er trotz seines Platzierungsgewichtes von 40 Kilogramm nach den Salzburg-Erfolgen doch eigentlich so optimistisch war. Und wieder. Oder immer noch 1:31.260, die schnelle Runde von Bartels. Aber er fährt diese Zeiten mit einer Toleranz von 2,3 Zehntelsekunden permanent. Und jetzt gibt es das nächste Thema. Nee, das war erstmal nur ein Andeuten, aber allzu lange wird das nicht dauern. Wie sehen wir eigentlich die Fahrlinie von deinem Vornamenskollegen, nämlich von Abt? Deutet das noch auf irgendein Problem hin, Christian Menzel? Oder siehst du, das Auto ist doch okay, kein Problem? Cool, was die Zeiten angeht, ist er in der Lage, wie die Spitze auch zu fahren. Hellery fährt quasi dieselben Zeiten wie der Christian. Nur die Frage ist, wenn er ein Problem hat und kann genauso schnell fahren, wie schnell wäre er, wenn er kein Problem hat. Aber das ist jetzt alles nur, ja, du, wir wissen es nicht. Ich bin der Meinung, die Position ist für ihn gut genug. Wenn es bei 4 bleibt, dann soll er bei 4 bleiben. Und ich sag mal, der Uwe hat sich jetzt natürlich die Punkte ein bisschen versaut oder die hat sie weggeschmissen. Denn die Aktion mit dem Frühstart war ein bisschen viel zu früh, würde ich sagen. Und das ist jetzt ein Polster, was er ausbauen soll oder muss. Das würde er auch tun. Also der Uwe hätte mal einen normalen Start vorausgesetzt, ein paar Pünktchen sicherlich noch holen können. Da wäre sowas im Bereich von 20, 30 Zähler durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Wir haben es ja schon zwei oder dreimal in diesem Jahr gesehen mit Tom Christensen, ne? Der ja nur auch ganz prächtig nach vorne fuhr, absolut von hinten. Ja, der hätte ohne weiteres, hätte der noch auf Platz 6, 7 vorfahren können, zumal dann auch Reuter, Asch, die ganzen Jungs auch entsprechend Platz gemacht hätten. Ganz genau so ist es. Ellery, Tarquini und Bartels, das ist der Stand hier in Oschersleben. Wir wollen Sie nochmal schnell hinweisen auf die Ticket-Hotline für das nächste Meisterschaftswochenende in 14 Tagen in Hockenheim. Dann, während die Spitzengruppe aber richtig gut zusammenwächst, das wird jetzt Tough Racing, was da abgeht, aber richtig dicht. Vorneweg Ellery, dann Tarquini, schon die Scheinwerfer eingeschaltet, lauernd auf seine Chance und sie ist da. Oder? Ja, der hat gerade schön die Tür zugemacht, weil da hat der Michael mit dem Allradler ganz klar beim Bremsen einen Vorteil und wollte sie daneben setzen. Das funktioniert nicht, weil der, oder wenn doch, würde ich mich wundern, weil der Honda ist schneller auf der Geraden. Deswegen sage ich, das geht nicht. Aber du, der hält richtig dagegen. Achtung. Und Abt mischt sich ja jetzt auch noch ein. Aber immer mit so einem ganz kleinen Respektabstand, eben logischerweise im Kopf haben die Situation in der Meisterschaft. Der Michael schiebt einen riesigen Hals vor sich her, wirklich. Und das merkst du, der ist Feuer und Flamme. Und der will einfach jetzt diese Geschehnisse aus dem Sprint wieder wettmachen. Schau mal, wie der attackiert. Ja, aber richtig rein.
Und das, was wir gerade gesehen haben, ist, glaube ich, ein sehr gutes Bild gewesen, um die Situation Nissen und Alsen auch noch mal ein bisschen zu wägen. Weil das ist letztendlich genauso gerade gewesen wie zuvor zwischen Nissen und Alsen. Diesmal ist nichts passiert, diesmal sind es nicht die Meisterschaftsaspiranten. Und niemand wird wahrscheinlich auch nur ein einziges Wort drüber verlieren, ne? Ja, wie gesagt, ich kann immer nur wiederholen, was beim Uwe natürlich der Auslöser auch für seine Verbitterung ist, ganz klar der Schaden am Reifen. Ja. Es hätte da jetzt genauso passieren können. Aber ja, es hat halt einfach wirklich den richtigen Mann in Anführungsstrichen getroffen, damit man sauer sein kann. Ne? Mhm. Denn der Uwe ist logisch, der ist fertig für heute und die Meisterschaftschancen sind natürlich dahingeschmolzen. Und Ich schwenke ja auch immer so mit in diesen Emotionen, weil ich ja auch immer nachfühle. Und ich sitze ja auch immer und versuche mich in die Situation hineinzuversetzen. Und ich kann es schon nachvollziehen, dass der Stinke sauer ist. Der jetzt wieder relativ gut mit dabei ist, das ist Roland Asch. Würde gerne die Rundenzeiten mal vergleichen. 1:32.9 beim letzten Durchgang. Alle anderen davor fahren 33er bzw. 34er Runden. Also Asch kommt langsam aber sicher ran. Fährt die Zeiten jetzt im letzten Umlauf, die auch bei allen anderen gefahren werden. Also der ist absolut chancenreich mit diesem Auto, dass er, und das ist eine ähnliche Situation wie auch bei Abt, für den Rest des Jahres dann fahren kann, wenn das Auto bei Holzer nicht gebraucht wird. Nimtsch mit seinem Problem, hat er ja öfters mal, so ein kleines Dreherchen, hat das Auto da wieder eingefangen, wurde geführt auf der 14. Position zwischen Severich und Simans. Man sollte diesen Job vom Roland wirklich hervorheben, denn okay, er hat jetzt ein aktuelles Auto, vom Technikstand her, so wie auch die drei Werksfahrzeuge haben. Aber ich meine, er gibt doch gut Gas dabei, auch für das Irmscher-Team eine schöne Geschichte, ein guter Job, denn der fährt wirklich absolut Spitzenzeiten. Und da sagt man, ja, aber ist doch Platz 6, aber er ist ja von der Performance genauso gut. Das Problem ist halt nur, dass die Position halt nicht ganz passt. Der würde ja ohne weiteres da vorne auch in den direkten Spitzenkampf reinpassen. Genau, richtig. Und das ist er immerhin als Senior im Starterfeld. Nächstes Jahr wird er 50. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, was wir auch nicht vergessen sollten, der Roland laboriert immer noch an seinem Brustwirbelanriss, fährt im Regelfall mit einem Stützkorsett, fährt mit einem speziell ausgepolsterten Sitz. Und wenn er mal ganz ehrlich zu einem ist und wenn man abends irgendwo beim Kaffee oder beim Wasser mal zusammensitzt, dann sagt er, es tut wirklich immer noch richtig weh. Du hast halt nur die eine Möglichkeit, die Zähne zusammenzubeißen und zu hoffen, dass es geht und dass du es überstehst. Der nimmt auch vorher eine Schmerztablette. Hat auch hier vor Oschersleben wieder genommen. Uwe Alsen, den haben wir da hinten in ungewohnter Gesellschaft. Rund um wen? Rund um Palicci, Studenic und Oliver Meyer auf den Plätzen 8 bis 11. Und das ist dann jetzt die Onboard-Kamera von Oliver Meyer im Audi A4 Quattro. Schaut hinten tief raus, schaut auf den verfolgenden Uwe Alsen. Der fährt übrigens auch genauso schnell wie Hellery. Man soll ja nicht vergessen, der Uwe hat volles Gewicht im Auto. Logisch, der ist sauer. Der kämpft jetzt und will natürlich jetzt... Ich glaube, der ist ihm die Punkte egal. Ich glaube, der fehlt jetzt nur den Frust aus der Seele. Aber den Frust hat er sich selbst einzuhandeln. Das ist natürlich dann noch ein kleiner Fehler. Oder ein kleiner, aber es ist ärgerlich. Das, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, was ist da wirklich in Uwe Alsen vorgegangen und was ist rund um diesen Start vorgegangen? Hat er zum Beispiel von da weit hinten mit Lichteinflüssen auf die Startampel irgendwas anderes gesehen? Oder ist er vielleicht auch so tief enttäuscht gewesen, dass er einfach gesagt hat, mir ist alles völlig egal. Ich fahre jetzt einfach los und macht alles, was er wollt. Interessiert mich alles nicht mehr. Das ist ja auch ein interessantes Thema, was nachher einfach mal aufzuarbeiten ist. Die Begründung des Uwe Alsen zu diesem Start. Weil es ist ja in Wahrheit kein Frühstart. Ein Frühstart ist, wenn ich mal eine Zehntelsekunde zu früh losfahre bei einem Profi, aber nicht sowas. Ich vermute mal, die Phase zwischen Rot und Grün war sehr lang. Mhm. Und er hat sich gedacht, komm, ich lass den Knopf los, mach die Bremse frei, Attacke, da wird doch direkt Grün kommen. Mhm. Aber dem war leider nicht so, da war noch... Ja, gut anderthalb, zwei Sekunden dazwischen. Ja, für mich, da fällt mir ein Spruch ein, den Karl Wendlinger mal gesagt hat, für mich ist grün, wenn es nicht mehr rot ist. Daraufhin wurden die Startampel in der Formel 1 geändert. Seitdem gibt es kein Grün mehr, gibt es nur noch die roten Lichter, ne? Die dann nacheinander dort verloschen. Hellery mit mittlerweile kleinem Vorsprung im Sekundenbereich. Das ist nicht viel. Und einem nach wie vor nachdrängelnden Michael Bartels auf dem Phoenix Audi. Rundenzeitvergleich, naja, das liegt jetzt im 100. Sekundenbereich, weil sie eben jetzt alle aufeinander aufgelaufen sind. Und der Christian Abt, der folgt jetzt, glaube ich, deiner grauen Theorie, die letztendlich die Weisheit des Motorsportlers ist. Ich stelle mich dahinter an und lasse mich von denen mitnehmen nach vorne. Ne? Also auf die Position 4 in dem Falle dann.
Mal sehen, wie Hellery sich da vorne hält, denn man hat ja bei Opel jetzt auch die Aerodynamik leicht geändert. Der Hinterachse, also der Reuter und der Hellery, fahren eine Aerodynamik, die man Anfang 98 gefahren hat, also zumindest der Flügel hinten. Der verfügt über eine höhere Kante, sagt auch Gurney dazu in der Fachsprache, und erzeugt etwas mehr Abtrieb. Das kommt natürlich diesen jetzigen Kursen, wie jetzt hier Oschersleben, Hockenheim kleiner Kurs oder auch Nürburgring, so ein bisschen entgegen. Während der Uwe, habe ich gesehen, der hat noch den reinen Topspeed-Flügel, wie auch in Salzburg. Aber der Uwe ist ja eh so mehr der Fan von Übersteuern, deswegen tendiert er wohl auch eher zu dem Flügel. Und weil beim Fronttrieb, da erlebt er immer davon, dass er die Hinterachse so ein bisschen zum Mitlenken nutzt. Da lässt der Rallyefahrer grüßen. Und ja gut, im Topspeed-Bereich wird es schon hier auf so einer Strecke bestimmt so 1-2 km/h ausmachen, die aber ohne weiteres verschmerzbar sind, weil man einfach sagt, der Gewinn ist größer in den Kurven, das Auto ist beim Bremsen stabiler und deswegen, das könnte auch mit ein Grund sein, warum Hellery in der Lage ist, gerade auf diesem Kurs, wo man sagt, Honda ist hier die Nummer 1, wirklich, dass das der Grund ist, warum man so stark ist. Es gibt gerade ein Zettelchen, das gereicht wird. Und den Michael Bartels trifft es so arg, Sie können es nicht glauben. Es soll die nächste Stop-and-Go-Strafe geben. Und zwar wegen Überholens unter Gelb. Und das kann dann nur gewesen sein, vorhin die Situation wahrscheinlich rund um Christian Abt. Da haben wir in einer relativ engen Kameraeinstellung, da ist wieder der Zettel. Da ist wieder dieser ominöse Zettel, Stop-and-Go-Strafe. Und das ist wirklich der Dirk Theimann, der schüttelt da den Kopf und kann es nicht glauben. Wobei wir die Situation so nicht sehen konnten, weil Sie sehen das ja selber, der Kameraausschnitt ist relativ eng und man kann halt nicht bis zur Streckenbegrenzung sehen und demzufolge auch nicht sehen, ob ein Streckenposten dort eine gelbe Flagge gezeigt hat. Aber dramatisch ist das schon für den Michael Bartels, der wird zweimal um die Früchte seiner Arbeit hier gebracht. Unglaublich. Also, ja gut, Meier rollt aus. Eine Onboard-Kamera ist damit weg, nämlich die von Oliver Meier. Es ist eigentlich die zweite weg, weil die von Stefano Modena, die ist schon lange in der Boxenstraße stehen. Aber zum Glück hat er sich dann nochmal entschlossen, mindestens noch ein paar Onboard-Bilder anzuliefern. Der lag auf der 11. Position. Boah, was mag jetzt in dem Bartels vorgehen? Das ist ja unglaublich. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, was in dem Alzen vorgeht. Und jetzt kommt der Bartels auch noch mit hinzu. Ja, übersteuern. Da war er zu flott. Das Problem ist, dass die Autos dort sehr, sehr schnell und brutal ausbrechen. Die Ecke ist richtig schnell. Und dann hast du wirklich nur einen ganz, ganz schmalen Grat, wo du sagst, den fange ich wieder ein. Also das ist nicht so leicht. Thema aber für ihn erledigt, ist auch die Stelle übrigens, an der Nimsch da vorhin ins Trudeln kam. Tja, und wenn der Michael Bartels dann jetzt gleich die Stop-and-Go-Strafe gezeigt bekommt und wahrscheinlich wieder von seinem Team so angezeigt bekommt, dann hat er dann 3 Runden Zeit reinzukommen, in diese Strafe dort abzusitzen. Und Oliver Meier hat nicht nur ein Problem mit dem Dreher gehabt, sondern hat auch ein extrem unsauber laufendes Auto. Der kam, glaube ich, gerade hier so auf 3 Zylindern vielleicht vorbei. Ein sehr dumpfer Ton, also da wird nicht mehr allzu viel gehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Michael Bartels vielleicht dann auch einfach die Brocken hinschmeißt, weil man dann wahrscheinlich doppelt so tief gefrustet ist, dass man sagt, es hat ja eh alles keinen Zweck, ich kriege hier nichts mehr geregelt. Schade drum. Hat zum ersten Mal wirklich richtig die Chancen und Möglichkeiten gezeigt von Phoenix, kommt jetzt rein. Mit hoher Geschwindigkeit da noch. Dann sehen Sie jetzt gleich eine gelbe Linie auf der Fahrbahn, dort unmittelbar vor der Brücke. Ab dort, ab dieser Stelle, muss die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h eingehalten werden. Er fährt auch weiter in Richtung Stop-and-Go-Platz. Der ist nämlich am Ende der Boxenstraße. Nicht unmittelbar bei seinem Team, muss durch die komplette Box durch. Da sehen Sie den Signalgeber. Bartels steht, wird sofort wieder losfahren können, wenn alle 4 Räder stehen. Mal darauf achten, wie viele Plätze er verliert. Ist gerade bei der letzten Durchfahrt auf Rang 6 notiert worden. Frage ist aber natürlich, wer jetzt auf dieser langen Strecke durch die Boxengasse hindurch noch an ihm vorbeigefahren ist. Der arme Kerl, der soll nach dem Rennen sich in sein Zelt setzen und wirklich ein Bier nach dem anderen trinken. Denn was willst du tun? Willst du den Frust in dich hineinfressen? Irgendwas musst du ja machen. Oder er soll joggen gehen, irgendwas. Also, oh Mann, die sind so gut gewesen an diesem Wochenende. Und dann solche Dinger. Oh, das tut weh, wirklich weh. Und man war auch eigentlich in diesem Team und rund um Michael Bartels relativ optimistisch. Obwohl ja die Nachrichten, er lässt da vorbei, der letzten Woche ja eigentlich daraufhin
hätten deuten können, dass es ihm im persönlichen Umfeld relativ schlecht geht nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin, nämlich von Steffi Graf. Aber da hörte man, das hat schon eine ganze Zeit lang geschwelt und jetzt, wo es dann offiziell bekannt gegeben wurde, ist auch eine gewisse Last von dem Michael Bartels vermutlich abgefallen. Der agiert wesentlich befreiter, so auch die gute Vorstellung hier in Oschersleben zumindest mitzuerklären. Und jetzt ist er da oben und dann geht es halt wieder in diese Richtung. Also ich glaube, dass es für einen Sportler, die Jungs sind so fixiert auf ihren Job, dass man schon solche Privatgeschichten wirklich davon trennt. Und weil du bist so fixiert auf das, was du tust, dass du eigentlich, was die Privatschiene angeht, kaum noch Zeit hast, darüber nachzudenken. Du bist abgelenkt das ganze Wochenende. Du hast hier einfach eine Arbeit zu erfüllen, die nimmt dich 100% in Anspruch, auch von deinem ganzen Nachdenken. Und ja, also wenn jetzt morgen die Blätter schreiben, Michael Bartels schneller als je zuvor, hat es mit Sicherheit damit nichts zu tun, sondern es ist einfach eine Konsequenz daraus, dass das Team auch weiterentwickelt. Man hat eine gute Strecke für das Auto, ein schönes Aerodynamikpaket. Der Michael war gut drauf und das sind die Gründe, warum sie heute so stark waren. Aber dass sie heute so einen draufkriegen, wegen solchen Dingen mit Gelb und Anrollen, oh, das tut weh. Wie geht's eigentlich ab jetzt hinter diesen dreien? Reuter auf 4, Asch, dann Ekström. Den sieht man immer mal wieder gerade in diesen längeren Kameraeinstellungen. Dann mit dem zweiten noch gelben Abt Audi im Starterfeld. Da hinten kommt er jetzt gerade. Sein extrem junger Mann, 21 Jahre ist er alt, kommt aus dem R5-Pokal in Schweden, hat aber trotz seiner Jugend von 21 Jahren schon 3 Jahre Tourenwagen-Rennsport in Schweden gemacht. Für Volvo, für Ford und eben jetzt auch für Audi ist der Titelträger und wird hoch gehandelt im Übrigen für ein Vauxhall-Cockpit im nächsten Jahr in der britischen Tourenwagenmeisterschaft. Zumindest soll er dort auf einer Kandidatenliste stehen fürs nächste Jahr. So war aus seinem Teamumfeld zu erfahren. Es wäre schön, wenn er die beiden letzten Rennen hier noch fahren könnte, aber dafür ist auf jeden Fall eine Voraussetzung notwendig, nämlich die, dass man das Auto von Chris Nissen wieder auf die Räder stellen kann. Das ist der alles entscheidende Punkt. Und Oliver Meyer zieht immer noch mit einem dumpf laufenden Auto seine Kreise. 16. Position und Alsen ist mittlerweile nach vorne gekommen bis auf Rang 7. Ja, das ist das, was ich sagte. Wenn diese Geschichte nicht gewesen wäre mit dem Frühstart, du, der hätte heute locker Vierter werden können. Denn, sagen wir mal, eine Eckstrümpfe hätte er vielleicht noch bekommen. In Asch und Reuter hätten sowieso gesagt, komm Junge, fahr vorbei. Man hätte da natürlich noch viel Schadensbegrenzung betreiben können. Das hätten unter Umständen ganz wichtige Punkte im 40er oder vielleicht sogar im 50-Punkte-Bereich werden können für ihn. Denn in diesem Rennen wird ja die doppelte Punkteanzahl vom Sprint ausgeschenkt. Und da wäre es richtig viel geworden nochmal für Alsen. Und jetzt wird natürlich die Lücke immer größer zwischen dem ersten und dem zweiten, also zwischen Abt und Alsen in der Meisterschaftstabelle. Wo fährt der einzig verbliebene Alfa Romeo noch? Wohlgemerkt der 156er Alfa Romeo, das ist Balicci. 9. Rang, die Startnummer 13, Modena ja seit Beginn nicht mehr mit dabei. Und den Franz Engstler, den haben wir auf einem diskussionslosen 18. Rang. Der ist ja auch relativ spät erst rausgefahren mit seinen 6 Runden. Was macht eigentlich der Georg Severich? Auch das wäre mal einen Blick wert auf dem Ex-Menzel-Auto. 13. Position, die Startnummer 34, der BMW-Mann, der vornehmlich im Langstreckenpokal des Nürburgrings zu Hause ist und in der belgischen Tourenwagen-Szenerie, weil da agiert er auch immer wieder. Christian, was hat das Auto eigentlich für eine Historie? Das ist ja nicht dein Jägermeister-Auto, sondern noch älter, ne? Das ist ein Auto, was ich damals aus meiner Anfangszeit bei BMW, Anfang 97, bekommen habe. Chassis ist ein 96er Chassis, was aber erst für 97 erstmals eingesetzt wurde. Wurde aber dann nach und nach auf 97er Stand umgebaut. Wir haben das Rennen 97, die ersten 3 Rennen gefahren. Und dann hatte ich damals das Glück, dann auf ein aktuelles 98er Auto zurückzugreifen. Also eigentlich nur ein Neuwagen. Der hat noch gar nicht so viel erlebt. Und ich gucke auch ab und zu mal vorbei und mein altes Schätzchen halt, streichel mal kurz und habe mir es schon mal angeguckt. Aber nützt nichts. Das ist ein altes Auto von mir und ich krieg's nicht wieder. Es tut mir leid. Ich würde es gerne haben. Zinkdreher, ähnlich wie vorhin bei Meyer gesehen, nur diesmal andere Richtung. Der Geschäftsmann, der sein berufliches Umfeld in Tschechien hat, und zwar in Prag, dort mit Autovermietungen zu tun hat, wie man unschwer erkennen kann am Design des Autos, wo lag der eigentlich zu dem Zeitpunkt auf einem ganz ordentlichen 11. Rang. Na, da haben sie uns das Auto auch mal eingefangen. Das ist aber jetzt wahrscheinlich auch in keinster Weise irgendwie weiterentwickelt worden. Es wird gehegt, gepflegt, gewaschen, Mechanik wird durchgesehen und damit fährt er dann Stand wie damals, ne? Ich bin nicht ganz informiert, also ob der Georg da jetzt selber noch dran gearbeitet hat. Paglici. Genau, damit ein Doppelausfall für das Euro-Team, für Alfa Romeo.
Modena ganz zu Beginn und Palici dann eben jetzt ungefähr zur Halbzeit des Hauptrenns. Na, wir sind schon ein bisschen drüber über die Halbzeit. Fahren im Augenblick in der 20. Runde. Beschäftigen uns ein bisschen mit den Privatiers. Eben auch mit Georg Severich. Der wollte ja auf dem Nürburgring schon fahren. Da gab es dieses Motorenproblem bereits im ersten freien Training. Dann gab es keinen Ersatzmotor. Man hat sich bemüht, noch irgendwo einen loszueisen. Das funktionierte aber dann nicht mehr. Dann hat er die Segel gestrichen und hat gesagt, okay, dann komme ich für den Rest des Jahres dann eben noch wieder. Wenn man mal so die Rundenzeiten vergleicht, die da gefahren werden, Szymanczyk, Zink und Severich, die fahren rund 2,5-3 Sekunden langsamer als die direkte Spitzengruppe, Ellery und Tarquini. Aber ich denke mal, das ist ein durchaus akzeptabler Zeitunterschied. Das ist dann auch für den Profi, der im Feld unterwegs ist, mit dieser Art von Amateur, sofern sie sich beim Überrunden oder wenn man auf sie trifft, vernünftig verhalten kann man ohne Probleme leben. Ja, aber wenn ich jetzt schaue, dann wird es eng. Ne? Weil nämlich da gut gegenhält, er lässt sie dann noch vorbei. Aber er fährt dann, gut, beim Anbremsen ist er außen geblieben, hat nicht eingelenkt. Ja, das ist aber ein Problem, mit dem wir einfach leben müssen. Ich meine, solange es keine 15 Sekunden sind, müsste es gehen. Und wenn einer, sagen wir mal, auch durch sein Auto bedingt, 3-4 Sekunden langsamer fährt, dann würde er maximal einmal berundet. Und dann ist es so, dass die Jungs ja auch fahrisch in der Regel so gut drauf sind, dass es blicken und auch die Leute, so wie gerade Nimsch, so vorbeilassen, dass man nicht aufgehalten wird. Wird man allerdings aufgehalten, das vielleicht sogar noch mehrmals bei einer Veranstaltung, dann kann das schon mal dazu führen, dass man ziemlich böse wird. Weil du einfach auf diesen Punkt hinarbeitest, zu sagen, ich will mein Rennen fahren, ich will mein Qualifying fahren. Und wenn dir dann an den Füßen steht, da gibt es ja immer diese Inboard-Kameras, die ich nicht mag. Und deswegen, ich wehre mich da ja mal gegen. Weil dann schimpft man und flucht man, das sind Bilder, wo natürlich dann der Zuschauer sagt, astrein, die finden wir gut. Aber ich habe da kein Interesse daran, mich zu blamieren. Wobei das, was wir gerade unter deiner Erklärung dann noch sahen, weder ein Vorbeilassen war, noch ein zügiges Vorbeigehen, sondern ein schierer Zweikampf, nämlich der zwischen Roland Asch und Manuel Reuter. Es ging dort um die Plätze 4 und 5 und der vierte Platz ist jetzt zu notieren zugunsten des Schwaben, zugunsten von Roland Asch aus Ammerbuch in der Nähe von Tübingen. Reuter zurück auf 5. Und immer noch diese drei unterschiedlichen Marken mit zwei Antriebskonzepten. Die frontgetriebenen Fahrzeuge von Opel und von Honda gegen den allradgetriebenen Audi von Christian Abt auf den Plätzen 1 und 3. Und die drei stecken innerhalb von 1,2 Sekunden. Christian, das sieht ein bisschen so aus, als hätten die sich mit ihren Positionen da abgefunden, weil der Abstand sich kaum verändert hat. Aber ich glaube, das ist eine falsche Betrachtung von außen. Das liegt auch ein bisschen an der Rennstrecke und ihrer Charakteristik hier in Oschersleben. Überholen ist nicht besonders einfach. Ja, im Tourenwagenbereich tut man sich etwas leichter als zum Beispiel in den Formelklassen. Die Formelautos leben ja stärker von der Aerodynamik, von dem Abtrieb. Den hast du hier auch. Du fährst auch im Windschattenbereich, hast du Untersteuern. Aber es ist nicht so dramatisch. Und hier kann man dann überholen, wenn der Vordermann einen Fehler macht. Dann schießt du dazwischen und sagst Attacke. Und von daher sieht man hier dann noch ein bisschen mehr als zum Beispiel in der Formel 3. Aber was du sagst, ist schon richtig. Die Strecke ist jetzt nicht unbedingt die Überholstrecke schlechthin. So, und hier lebt die Renncharakteristik also von diesen ganz besonderen Dingen in Oschersleben. Alles Weitere zeigen wir Ihnen nach einer ganz kurzen Pause zurück nach München schnell. So, Manuel Reuter ist draußen, verlor dramatisch bis zu 7 Sekunden pro Runde. Das in 2 Runden ist dann weg und läuft beim Nissenschrott dann quer über die Fahrbahn. Und wenn das ein Formel-1-Wochenende gewesen wäre, da hätte es ihm 4 Klingelbeutel $10.000 gehabt. Weil genau so viel kostet das, wenn du eine Fahrbahn überklärst. Aber so viel wie ich weiß, ist das im deutschen Motorsport noch gebührenfrei. Allerdings ist das ohne Garantie. Was haben wir für eine Reihenfolge? Ellery und Tarquini, da hat sich nichts geändert. 1,1 Sekunden der Abstand zwischen diesen beiden. Was allerdings geschehen ist, Christian Abt wird langsamer und zwar bis zu einer halben Sekunde pro Runde, hat jetzt einen 3,3 Sekunden Rückstand auf den Führenden, auf Erik Ellery. Es könnte da sogar, nee, kann nicht mehr passieren, dass der Roland Asch noch drankommt. Dazu ist sein Abstand zu groß. Also wenn sich das so in etwa einpendelt, dann kann der Christian Abt hier einen dritten Rang nach Hause fahren. Und der zweitbeste Opel im Starterfeld, das ist eben im Augenblick Roland Asch vor Matthias Ekström auf dem Audi auf Rang 5. Und Uwe Alzen ist schon nach vorne gekommen bis auf die 6. Position. Da wäre wirklich eine ganze Menge möglich gewesen. Hut ab vor Opel.
aller Achtung, dass die hier auf dem Kurs so stark sind. Denn meine Prognose war ja diese, dass ich sagte, naja, die entwickeln den Honda weiter. Er hat ja Potenzial, ist ja ein brandneues Auto gewesen. War beim ersten Rennen schon sehr gut. Und ich meine, man hat ja im Laufe der Saison gesehen, dass er immer stärker wurde. Von daher habe ich von seiner Charakteristik her vermutet, er würde hier gewinnen. Aber Hut ab, Hellery fährt hier ein super Rennen, hat keine abbauenden Reifen, alles wirklich sensationell. Kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass Michelin diesen neuen Reifen mitgebracht hat, ein sogenannter M-Reifen. Ich kenne diesen Reifen noch, den haben wir letztes Jahr mal in Salzburg gefahren. Der hat eine härtere Konstruktion, also jetzt nicht im Bereich der Gummimischung, sondern im Aufbau. Auto lenkt viel direkter, ist stabiler in verschiedensten Situationen. Und das sind halt so Punkte, die auch vielleicht jetzt dem Opel hier ein bisschen entgegenkommen. Also jetzt dem Reifenverschleißbild. Und das ist mit ein Argument auch, warum Opel auch so stark ist hier. Ich vermute mal, es gibt noch ein weiteres Entgegenkommen zugunsten von Opel oder zugunsten eines ganz speziellen Opel, nämlich zugunsten von Uwe Ahlsen. Ich könnte mir vorstellen, und das deuten auch die Rundenzeiten des letzten Umlaufes an, dass Roland Asch sich zurückfallen lässt. Und zwar hinter Uwe Ahlsen. So, da haben wir den Roland Asch. Wo haben wir den Ahlsen? Schön, dass er mal drauf bleibt. Genau da ist er. Ja, das ist also so ein 3-4-Sekunden-Loch im Augenblick noch. Und Roland ist runtergegangen von den Zeiten von 1,33 auf 1,36. Und es geht wirklich aus der Sicht von Strizek und seiner Mannschaft um jeden möglichen Punkt. Asch spielt in der Meisterschaftstabelle keine Rolle mehr. Und sie bekommen es auf dem Silberteller präsentiert. Hat er noch einer perfekten Ecke vorbeigelassen. Ah, jetzt sind die Aussetzer weg. Jetzt geht's wieder, siehst du? Ich glaube nicht, dass du von Roland so einen O-Ton hören wirst. Ich glaube, der wird das, und überhaupt auch die ganze Mannschaft, die werden das offen und ehrlich argumentieren, weil es wirklich jeder nun sieht, mit durch Tasten erkennt. Letzte Runde läuft's. Für Eric Ellery einen, naja, so ähnlich wie Uwe Ahlsen, auch sehr urwüchsigen Rennfahrer. Man traf ihn heute Nacht noch gegen 12:45 auf einer Fahrerlagerparty. Bei Volkswagen Motorsport. Er steht ja den schönen Dingen des Lebens relativ offen gegenüber. Hat sich da gestern noch einen schönen Abend gemacht, hat viel Freude und viel Stimmung gehabt, aber das hält ihn nicht davon ab, heuer hier einen Laufsieg im Rennen nach Hause zu fahren. Weil das ist eigentlich Fakt, bei dem Vorsprung, den er hat, Tarquini kann nicht mehr folgen, verliert immer so 2-3 Zehntel pro Runde. Also das wird sich ganz sicher zugunsten von Eric Ellery ausgehen, Tarquini auf 2 und Abt auf 3. Und das ist schon Ultimo, die Kurve mit dem so äußerst bezeichneten Namen, nämlich die letzte vor Start und Ziel. Die heißt wirklich so. Und da ist die Zielflagge für Eric Ellery, der der sechsten Pole Position für Opel, die ja gestern nur dann noch einen drauf sitzt, eben mit dem Rennsieg vor Tarquini. Aber ich glaube, für die Honda-Leute war auch richtig was da drin. Die haben richtig gut was bekommen an dem Wochenende hier mit Sprintsieg und Rang 2 im Rennen. Da darfst du einer der Glücklichen dieser Erde der Supertourenwagenmeisterschaft sein. Und für Christian Abt, tja, was ist es jetzt? Sind es ganz wichtige Punkte für einen dritten Rang? Oder ist es doch eher ein verlorener Sieg, der von der Theorie hätte drin sein können? Ich glaube mal, dass das Auto problemlos lief und der Christian einfach gesagt hat, komm, lass die fahren. Dritte Platz ist in Ordnung. Aber man sieht, der Uwe ist jetzt schon der Fünfte, da hat man auch noch gut Schadensbegrenzung betrieben. Und ein Trostpflaster gibt es ja, denke ich mal, für die Truppe rund um Volker Strizek, in dem Hellery gewonnen hat. Also alles nur so ein bisschen Happy End. Alle können doch noch ein bisschen zufrieden sein. Das wäre dann so mein Resümee zu der Geschichte. Ja, weil man ja schon nur mit Emotionen reingeht und da mal versucht, ist man zufrieden, ist man nicht zufrieden. Wer stinkesauer sein wird, ist Michael Bartels und auch die Phoenix-Truppe, weil die haben heute deutlich mehr gekonnt, als sie dann im Endeffekt als Resultat zeigen konnten. Also ich bin überzeugt davon, es hätte bei normalem Rennverlauf einen grünen Farbtupfer auf dem Siegerehrungspodest gegeben. Da bin ich felsenfest sogar von überzeugt. Der Christian Abt, der holt sich in diesem Rennen noch für ihn sehr wichtige 40 Punkte. Gucken wir mal, wie das bei Uwe Ahlsen ausgeht mit dem fünften Rang. Da sind es noch 32. Also